Also wir haben ja heute eine schöne Behandlung vor uns. Und zwar geht es darum, die Hautstruktur zu verbessern, das heißt die Porigkeit zu verbessern und auch kleinere Aknenarben zu verbessern. Und wir machen ja häufig eine Kombinationsbehandlung aus Subzision beispielsweise, Frequenzmikroneedling und CO2-Laser. Aber wenn die Haut zu Pigmentierungen neigt, dann passen wir diese Behandlung an. Und bei Ihnen brauchen wir jetzt ja kaum diese Subzision, weil die Narben nicht in der Tiefe angeheftet sind. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Behandlung der Haut. Die Pigmentzellen befinden sich hier in diesem Bereich. Das sind diese blauen Punkte. Und da möchten wir möglichst keine Hitze hinbringen. Und deswegen behandeln wir mit dem Radiofrequenz-Mikroneedling hier in diesen Schichten, in drei unterschiedlichen Tiefen. Und ganz oberflächlich mit einem Thulium-Laser, mit dem sogenannten LaserMD, der wirklich nur hier im Bereich der Hornschicht, der Oberhaut, kleine Perforationen macht, sodass wir dann hier auch Wirkstoffe einbringen können. Das heißt also, wir lassen jetzt diese Zone in Ruhe, in der sich die Pigmentzellen befinden, einfach, dass wir das Risiko für Pigmentstörungen, also verstärkte Pigmentierung, reduzieren. Und wenn es nicht ausreichen soll, dann kann man natürlich auch Probestelle machen und gucken, ob an der Probestelle eine Pigmentierung auftritt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann könnte man bei der nächsten Sitzung dann auch den CO2-Laser einsetzen. Ich freue mich. Okay, super. Wir werden jetzt einen sogenannten Gesichtsblock machen. Das heißt, wir behandeln mit Lokalanästhetikum an definierten Stellen im Gesicht, dann schläft das Gesicht relativ gut ein. Ist jetzt nicht hundertprozentig alles komplett betäubt, aber so, dass man es sehr gut aushalten kann. Wir beginnen jetzt mit einer Behandlungstiefe 2,5 mm, dann 2,2 mm und dann 1,5 mm. Wir machen an manchen Stellen noch auch eine höhere Behandlungstiefe von 1 mm dazu. Dann haben wir ganz oberflächlich eben noch unseren LaserMD, mit dem wir dann noch die Vitamin-A-Säure einschleusen, um die Kollagenbildung zu stimulieren. 2,5 mm sind natürlich relativ tief, aber damit haben wir auch dann in der Tiefe einen guten Straffungseffekt. Die Talgdrüsen, die für die Porengröße verantwortlich sind, befinden sich höher in der Haut und die behandeln wir dann mit den folgenden Durchgängen. Also normalerweise macht man drei Durchgänge in diesen drei unterschiedlichen Gewebetiefen. In diesem Radiofrequenz-Mikroneedling-Gerät befinden sich hier 49 vergoldete Nadeln. Und zwischen diesen Nadeln fließt dann ein Strom, ein Radiofrequenzstrom, der das Gewebe in der Tiefe erhitzt. Und dadurch haben wir zum einen eine direkte Straffung, also wenn Eiweiß erhitzt wird, dann zieht es sich ja zusammen. Und es werden auch bestimmte Eiweiße freigesetzt, sogenannte Heat Shock Proteins, also Hitzeschockproteine, die auch die Kollagenbildung anstoßen. Und dadurch hat man dann auch in der Folge, in den folgenden 2 Monaten, dann noch weitere straffende Effekte und hautverbessernde Effekte. Die Hitze ist jetzt nicht im Bereich der Melanozyten, also der pigmentbildenden Zellen. Und deshalb ist die Gefahr für eine Pigmentstörung auch viel geringer als bei dem CO2-Laser, der natürlich volle Hitze dann im Bereich der pigmentbildenden Zellen abgibt. Mit dem Gerät kann man Menschen behandeln, die zu Pigmentierung neigen oder auch Menschen, die eine starke Pigmentierung haben. Es ist auch für Menschen mit asiatischer Abstammung oder afrikanischer Abstammung geeignet, weil das Risiko für Pigmentstörungen sehr gering ist. Ob man zu Pigmentierung neigt nach Hitze oder nach einer Verletzung, kann man auch selber ganz gut herausfinden. Wenn man sich beispielsweise mal verbrannt hat am Bügeleisen oder am Ofen, dann gibt es ja manchmal so strichförmige Wunden. Und wenn die dann als dunkler Streifen abheilen, dann hat man eher eine Neigung zur Pigmentstörung, auch nach so einer Behandlung. Es
Gerät gibt auch eine Rückmeldung, wenn jetzt der Impuls. Das kann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass man nicht fest genug hier auf die Haut gedrückt hat oder nicht den richtigen Winkel hatte. Okay, super, dann kommt die zweite Runde. Gehen wir auf 2,2. Jetzt injizieren wir das Hyalurongel direkt in die kleinen Einsenkungen. Das ist auch eine ganz oberflächliche Injektion vom Hyalurongel, um auch die Kollagenbildung hier anzustoßen. Das ist jetzt ein Laser, der ganz oberflächlich in der Haut arbeitet. Und man kann die Abdeckung regeln mit der Anzahl der Durchgänge, die man macht pro Stelle. Jetzt eine Probestelle. Okay, dann gucken wir, ob das ohne Pigmentierung abhalten. Ne? Und dann können wir es beim nächsten Mal auch mit integrieren. Super, Sie haben es geschafft. Jetzt kommt der schöne Teil. Die Ampulle kann man dann zu Hause aufbrauchen, zweimal täglich auftragen. Das ist jetzt Vitamin A-Säure, das wir ausgesucht haben. Das stimuliert auch die Fibroblasten und kann jetzt eben sehr gut eindringen, weil wir jetzt die Oberfläche perforiert haben durch den Laser. Und es gibt dann noch weitere, wie jetzt Vitamin C, was ja auch ein wichtiger Stoff ist bei der Behandlung von Fibroblasten. Bei der Kollagenbildung ja ein wichtiger Stoff ist, der das erst möglich macht. Ja, dann kann man auch mehrere Ampullen natürlich dann in der Reihenfolge dann einsetzen. Jetzt sind alle kleinen Fältchen weg. Man sieht auch, dass an den Unterlidern schon etwas Schwellung da ist. Es wird alles weniger und dann wird es auch wieder ein bisschen mehr zum Vorschein kommen. Dann kann man sehen, einfach wie der Erfolg war, ob das so ausreicht, ob man das wiederholt oder wenn diese Probestelle hier gut funktioniert hat, dann kann man auch den CO2-Laser beim nächsten Mal einsetzen. Ja, mal gucken, wie ich morgen aus. Morgen wird es ein bisschen gerötet sein, ein bisschen Schwellung noch vorhanden und vielleicht so ein bisschen krustig. Also es ist sehr angenehm gewesen. An den Stellen, wo die Knochenbereiche sind, habe ich den Druck oder das Pieksen gemerkt, aber aushaltbar. Jetzt gerade merkt man, ich rede ein bisschen verdallt. Durch die Schwellung würde ich jetzt nicht behaupten, aber vielleicht durch die Injektion der Betäubung ist man ein bisschen jetzt beeinschränkt mit dem Reden. Aber also jetzt, so wie es ist, würde ich es jederzeit wieder machen, wenn es jetzt noch das Effektive gibt. Das heißt, dass die Narben tatsächlich dann feiner werden, jederzeit gerne wieder, auf jeden Fall. Also es ist wirklich gar nicht so schlimm, wie sich das anhört mit den Nadeln. Also es ist wirklich okay, aushaltbar gewesen.